Guten Morgen! Heute ein Thema, was mir unendlich am Herzen liegt und was ich in Zukunft bestimmt einfach 100 Mal am Tag verlinken werde. Ich sage zwar das schon sehr, sehr häufig in den Videos, aber ja, machen wir uns nichts vor, sehr viele hören nicht immer ganz genau hin und daher dieses Video. Einfach eine ganz persönliche Motivation. Kein Informationsvideo über die Gewürze der Welt oder irgendetwas über das bewusste Leben, sondern ganz einfach mal über mich und meine Intention, warum ich hier stehe. Ich berichte euch täglich aus der Welt, ja, der Gesundheit, der Wissenschaft, präsentiere euch Forschungsergebnisse, sind darunter auch das in Studien und ja, auch gerade aktuell anerkanntes Wissen. Ne? Das erarbeite ich mir täglich, indem ich über Bücher und Internetquellen recherchiere und daraus dann eben ein Video mache. Diese Informationen sind aber nichts anderes als Informationen. Ich bin nicht wie andere YouTuber, dass ich euch sage, was richtig oder was falsch ist, ne? Oder was ihr aus diesen Informationen herauslesen müsst. Ich sage euch häufiger mal, wie ich lebe und was ich für mich als richtig ansehe und was ich eben aus diesen Informationen für mich da als Schlussfolgerung rausziehe, ne? Oder was ich vielleicht auch für die Allgemeinheit als Schlussfolgerung rausziehen würde. Aber das ist immer noch eine subjektive Meinung, wie ich das sehen würde. Und ich versuche das auch immer explizit so darzustellen. Aber ja, es gibt sehr viele Videos, wo ich euch ja, über Dinge der körperlichen oder der geistigen Gesundheit informiere, wo ich selber nicht nach diesen Prinzipien handle. Ne? Wo ich zum einen sage, okay, das ist jetzt so festgestellt worden von der Wissenschaft, aber ich handle nicht danach oder ich würde gerne danach handeln, aber ich mach's nicht, weil ich es nicht kann. Ne? Also entweder freiwillig oder ich kann es nicht. So. Also das heißt nicht alles, was ich sage oder was das Ideal ist, also, oder was ich als Ideal auch ansehe, zumindest ideal im Sinne der aktuellen wissenschaftlichen Lage, ist nicht das, was ich auch umsetze. Ne? Ich strebe nicht nach perfekter Gesundheit. Ich strebe mit einem Teil meines Lebens, das ist der denkende Teil, von dem ihr auch meistens hier das zu sehen bekommt, also es ist nicht der spirituelle Teil, sondern von dem denkenden Teil, ja, strebe ich ja, nach größtmöglichster Information, um meine Gesamtnutzenfunktion zu maximieren. Nicht meine Gesundheitsnutzenfunktion quasi, also die Maximierung der Gesundheit oder die Maximierung des Lebens, sondern die Gesamtnutzenfunktion des Lebens. Denn die Maximierung der Gesundheit ist in den seltensten Fällen der Menschheit die Maximierung der Gesamtnutzenfunktion. In so einer Funktion, also in einer Gesamtnutzenfunktion des Lebens, sind eben Dinge wie der Genuss auch von ungesunden Dingen inkludiert oder das Entspannen durch unbewusste Automatismen und so weiter. Ich lege in meinen Videos einfach nur einen großen Pool an aktuellen Informationen frei, aus denen ihr euch bedienen könnt. Ihr könnt und solltet meiner Meinung nach auch nicht alles, was gerade aktuell an Forschung ist, sofort 100%ig umsetzen oder euch schon gar nicht darüber ärgern, dass ihr ja wieder einmal irgendetwas esst oder zu euch nimmt, was im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs als suboptimal herausgestellt wird. Das heißt, ihr solltet euch nicht so emotional von den aktuellen Informationen irgendwie so erfassen lassen, ne? Wie so ein Fähnchen, was im Wind hin und her schwingt, ne? Ihr sollt es als Information haben, als Pool, wo ihr reingreift, wo ihr mal guckt und dann auf euer Leben sozusagen anpasst, euer Leben dann anpasst, aber wie es eurer Nutzenfunktion entspricht. Ne? Ihr wisst im Endeffekt nach einer gewissen, wenn ihr eine Information habt, dass es suboptimal ist, zum Beispiel ja, irgendwas zu nehmen. Und dann analysiert ihr das und seht euer gesamtes Leben und nicht nur das eine Ding und sagt, okay, das ist jetzt ungesund, jetzt muss ich drauf verzichten. Nein, wieso denn? Wieso denn? Ihr habt doch überhaupt nicht eure Gesamtnutzenfunktion im Blick. Ihr habt doch nur die Gesundheit jetzt im Blick. Aber eure Gesamtnutzenfunktion ist entscheidend. Und dann könnt ihr schauen, wie ihr diese Information in euer Leben integriert. Ob ihr sie integriert überhaupt. Ne? Ob ihr das überhaupt integriert. Das Maximum der Lebenszeit, das ist für die wenigsten in ihrer Gesamtnutzenfunktion des Lebens so dominant, dass sie sofort solche Informationen übernehmen müssen. Das müsst ihr euch bewusst werden. Ja, genauso wie ich sage, zum Beispiel jetzt vegane Rohkost ist für mich die Ernährung, mit der man am agilsten, dynamischsten und aktivsten lebt.
ist es nicht so, dass nun alle vegane Rohköstler werden müssen? Na? Das ist überhaupt nicht notwendig. Lasst Euch nicht von mir sagen, direkt oder indirekt, was Ihr zu tun habt. Ihr nehmt dieses Statement, was ich gebe, also das vegane Rohkost, dass das das Gesündeste ist und das, wo man sich am agilsten fühlt und so weiter, idealerweise als Erfahrung auf. Eine Erfahrung eines anderen Menschen. Und beobachtet zum Beispiel, wenn Ihr mal einen Tag vegan und rohköstlich lebt, wie es Euch dabei geht. Oder wenn Ihr nur eine Mahlzeit esst, wenn Ihr jetzt kaum Rohkost esst. Und ja, und dann schaut Ihr, was das für ein Gefühl hinterlässt bei Euch. Und dann schaut Ihr, seht die Erfahrung von mir, seht Eure und überlegt daraus eventuell Euer Leben etwas anzupassen. Ne? Und genau, müsst Ihr dann auch immer schauen, wie viel Disziplin Ihr aufbringen könnt. Ne? Und das halt Euer Leben beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigt. Und das müsst Ihr alles zusammen erfassen. Ne? Und genauso ist es auch bei vielen anderen Themen. Ich stelle mich auch nicht hin als Idealbeispiel, wie man zu leben hat, nur weil ich das Ideal aktuell im wissenschaftlichen Kontext Euch sage, was das aktuelle Ideal ist, heißt das nicht, dass ich so lebe, ich selber. Ich lasse Euch an meinem Leben teilhaben, um dass Ihr daraus lernen könnt. Jeder strebt ein anderes Ideal an und es ist auch wichtig, dass man sein eigenes Ideal schafft. Ne? Und nur weil ich das wissenschaftliche Ideal darstelle, heißt das nicht, dass das mein Ideal da ist. Ne? Ich stelle ein Ideal dar und sage, das ist jetzt das Beste oder das Ideal laut Wissenschaft, ne? Und gebe idealerweise noch die Quellen an, aber das heißt nicht, dass das für mich das Ideal ist. Ne? Ihr müsst da wirklich lernen. Viele YouTuber sind ganz eindimensional, aha, das ist der und der und der steht für das und das. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich sammle Informationen und mache dann das für mich, was ich richtig empfinde. Ja? Und ich stelle mich 3 Stunden in die pralle Mittagssonne und lasse mich verbrennen, nur um zu experimentieren. Ich erleide aus purer Selbstüberschätzung aller halben Jahre eine Lebensmittelvergiftung. Und ich lebe finanziell am Existenzminimum, weil meine Ziele nicht finanzielle Unabhängigkeit sind, sondern die Welt zu verbessern. Das ist alles gemessen am Durchschnitt der Bevölkerung mit Sicherheit nichts, was deckungsgleich mit den meisten Lebensphilosophien ist. Ja? Und das müsst Ihr begreifen. Ja? Um Himmels Willen, geht Euren eigenen Weg. Ganz wichtig, geht Euren Weg. Versteht das? Euren Weg. Euren ganz individuellen Weg. Und nehmt einfach nur meine Erfahrungen auf und verarbeitet die für Euch. Übernehmt die nicht, die Erfahrung, sondern verarbeitet die. Durchdenkt die und verarbeitet die. Und sagt nicht, das ist richtig oder das ist falsch. Das ist das, was die meisten machen. Sie hören was und sagen, das ist richtig, dem stimme ich zu, oder das ist falsch, dem stimme ich nicht zu. Aber das zu verarbeiten, wenn man dem zum Beispiel jetzt intuitiv nicht zustimmt, dass man das als Erfahrung aufnimmt und sagt, okay, ich halte es mal im Hinterkopf, das könnte ja anders sein, ne? Oder wenn man halt eben dem zustimmt, dass man sagt, aha, anderen geht's auch so, aha, das ist entscheidend. Nochmal ganz deutlich, erstens, alles worüber ich informiere, hat nicht immer etwas damit zu tun, wie ich selber agiere. Oftmals komme ich ja nur deshalb an die Information oder auf die Themen, weil ich ja selber Probleme mit einer Thematik vielleicht habe. Denkt also nicht alles, dass ich alles, was ich darstelle, auch umsetze. Ne? Zweitens, was ich umsetze und für mich als Ideal gefunden habe, ist nicht als allgemeines Ideal anzusehen, sondern als persönliche Maximierung der Nutzenfunktion von Christian, meiner Lebensfunktion. Bitte, bitte, bitte. Tu das ganz fest in Euren Kopf reinbekommen. Das ist ganz wichtig. Durchdenkt das, was ich jetzt gesagt habe. Seht diesen Kanal wirklich als eine Inspiration, eine Informationsquelle und nicht als den Weg. Ne? Worüber ich informiere, ist eventuell weder das, was ich selber umsetze, noch das, was das Optimale ist für Euch. Auch wenn ich es als Optimum definiere, aus einer gewissen Sicht. Entweder aus der Wissenschaft oder aus meiner persönlichen. Das sind nur Informationen, die verarbeitet werden müssen und nicht übernommen. Und um das auch gleich mal weiterzufassen, mit dieser Einstellung solltet ihr aus meiner Sicht, ne, ihr auch andere Kanäle schauen oder wenn ihr Bücher lest, diese Einstellung, diese grundlegende Einstellung auf sich, die Basis, dass man selber die Basis ist und das andere nur Informationen und wo man genau kritisch ein kritisches Bewusstsein haben sollte, ob man diese hineinlässt
oder ob man diese nicht hineinlässt. Und die Informationen aber nicht pauschal einfach nur einordnen im Gehirn als richtig oder falsch, sondern die Informationen erstmal verstehen, die Information der Information offen gegenüberstehen, ohne sie zu bewerten und dann eben wirklich zu verarbeiten. Ich weiß, ich wiederhole mich sehr häufig in dem Video, aber das ist absolut bewusst gewählt, weil ich erkenne, ganz ehrlich, mindestens 50% der Kommentare, die oft kommen, ist in dieses Denken. Es ist richtig, es ist falsch, aber es ist nicht in diesem, was ich eigentlich möchte. Und mir ist es verdammt nochmal wichtig, was ich möchte. Deswegen stehe ich hier. Wenn ich den Eindruck habe, dass ich hier stehe und nicht das erreiche, was ich möchte, dann höre ich auf. Ich möchte, dass ihr inspiriert werdet. Ich möchte, dass ihr darüber bewusst nachdenkt. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwas in richtig und falsch einordnet. Ihr müsst aus eurem Selbst heraus für euch eine Entscheidung in eurem Leben immer treffen, immer wieder. Und diese Entscheidungen, euer Leben betreffen, sind oft sehr, sehr komplex und auch nicht komplett gedanklich zu überschauen. Ich verweise in dem Zusammenhang noch einmal auf mein Video, wie man generell leichter Entscheidungen treffen kann. Das findet ihr oben in den Infokarten. Und diese Entscheidung, die man trifft, die unterliegt bei jedem Menschen einer anderen Grundnutzenfunktion. Und das bedeutet, man muss wirklich alle Entscheidungen wirklich für sich persönlich selber treffen und man kann gar nichts übernehmen von anderen, wenn man bewusst leben möchte. Man muss jede Entscheidung für sich selber treffen und man kann sich nur informieren, man kann sich inspirieren lassen, aber die Entscheidung, darüber nachzudenken, eigen nachzudenken, nichts zu übernehmen, das müsst ihr machen. Man sollte auch nicht vegan werden, nur weil andere vegan werden oder man Videos gesehen hat, wie viel gesundheitlich positiv eine vegane Ernährung ist oder dass Tiere gequält werden. Wenn die Grundlage einfach nur das Übernehmen dieser gesellschaftlich etablierten Normen ist, ich gehe jetzt schon mal weit, indem ich das sage, dass das gesellschaftlich etabliert ist, aber das ist die Richtung, in der sich das vegane Bewusstsein entwickelt. Wenn du persönlich moralisch integer handeln willst, wenn du wirklich selber innerhalb deiner Nutzenfunktion die Gesundheit wirklich stark gewichtest, dann solltest du vegan werden. Aber das musst du dir erstmal bewusst machen und nicht einfach blind übernehmen, weil es doch logisch klingt, dass man gesund sein will. Ne? Das natürlich gibt das Gegenargument, es gibt das Argument, den Tieren ist egal, warum man vegan wird zum Beispiel. Aber ich rede jetzt nicht mit dem Tier, sondern ich rede mit dir. Verstehst du? Ich möchte, dass du als Mensch, denn ich mit meiner veganen Lebensweise bedeutet das nicht, dass ich nur die Tiere unterstützen möchte, sondern ich möchte auch die Menschen unterstützen mit meinem Kanal. Und ich möchte, dass du deine Nutzenfunktion maximierst. Und das geht nur, indem du eigene Entscheidungen triffst. Und die eigenen Entscheidungen müssen überdacht werden. Und jeder Mensch ist fähig zu denken. Mach dir deine Präferenzen wirklich bewusst und höre nicht auf irgendwelche fremden oder gesellschaftlichen, generell Ideale, sondern geh wirklich aus dir selber heraus und versuche nichts irgendwo in erster Instanz zu akzeptieren, worüber du nicht nachgedacht hast. Du und dein Ego-Bewusstsein, das ist einzigartig, absolut einzigartig. Es ist zwar nichts wichtig, ist jetzt in dem Sinne nichts. Es ist nichts wert. Es ist offen, objektiv gesehen ist dein Ego nichts wert und es ist auch nicht wichtig. Aber es ist einzigartig. Und du hast die einmalige Gelegenheit, in diesem abgegrenzten Zeitraum deines Lebens, also des Lebens eines Menschen, damit rumzuspielen und zu schauen, was da alles so abgeht mit deinem Geist. Aber das kannst du nur wirklich in Gänze erfassen, wenn du das auch möchtest und wenn du bewusst damit umgehst. Und nicht einfach nur irgendwelche Sachen übernimmst. Also raus aus diesem Nachmachen und Nachplappern und rein in die eigenen Entscheidungen und sich, wie gesagt, allenfalls inspirieren lassen. Das ist vollkommen in Ordnung, ne? Aber eigene Entscheidungen, bewusst eigene Entscheidungen treffen. Brust raus, Bauch rein und Ja sagen oder Nein sagen und damit zufrieden sein. Egal ob das objektiv fragwürdig rüberkommt. Einfach mal du sein, du ganz allein. Und ja, du bist nicht perfekt und du wirst auch du wirst nie den Ansprüchen von allem gerecht werden, weder deinen eigenen noch von anderen. Also genießt meine Videos, aber mit einer gewissen Distanz und denkt oft daran, dass ich selber oft zu den Themen
die ich präsentiere, eine Distanz habe und ja, ich mich selber durch meine Videos inspiriere und Zuschauer und Ersteller quasi gleichermaßen so gleichermaßen bin. Ja? Macht euch das mal bewusst. Klarer Geist, das ist das. Ne? Ich habe alles gesagt und macht's gut.